für einen Tag. Anstrengendes Shooting gehabt? Das kann man wohl sagen. Antike Teppiche von der Auktion, die sind irrsinnig schwer auszuleuchten. Und du? Siehst nicht so aus, als wärst du in Freizeitstress geraten. Ich muss hier nicht gleich alles überstürzen. Heute Morgen wolltest du doch noch schwimmen, surfen, tauchen, was weiß ich. Zum Surfen war sowieso zu wenig Wind. Und zum Tauchen war das Wasser zu trüb und am Strand gab es zu viele Sandkörner. Was ist denn daran so schlimm, wenn man mal ein bisschen abhängt? Gar nichts. Ich habe nur das Gefühl, dass du dich abgrundtief langweilst. Du arbeitest ja auch nicht jeden Tag. Aber im Gegensatz zu dir, ich meine. In der Hochsaison dürfte es übrigens kein Problem sein, einen Job zu finden. Schon möglich. Wenn du willst, kann ich mich ja mal umsehen. Ist lieb von dir, aber lass mal. Im Moment brauche ich wirklich keinen neuen Job. Ich fühle mich ganz wohl so. Wie du meinst. Da kommt er ja. Pünktlich wie die Mauren. Was? Spanischer Klassiker. Da ist ja das gute Stück. Ich zeig's Ihnen gleich. Ja, aber zuerst wollen wir mit Ihnen mal die Tourpläne durchgehen. Morgen früh geht's zum Cap de Formentor. Anlegen in Puerto Polenza, Mittagessen an Bord. 6 Passagiere sind fest, 2 weitere optioniert. Entschuldigung, sind Sie der Kapitän der Stephanie? Ja, und wenn? Was interessiert Sie das? Wir haben in dem Laden da vorne die Prospekte gesehen und wollten wissen, ob wir morgen an der Tour teilnehmen können. Das kann ich Ihnen leider erst heute Abend definitiv sagen. Am besten, Sie rufen später nochmal an. Vielleicht klappt's ja noch. Danke. Gut, das machen wir. Vielen Dank. Ja. Sie hätten nicht so abweisend sein müssen. Die Leute reden nun mal gern mit dem Kapitän. Das ist alles ein bisschen intimer auf so einer kleinen Yacht. Verstehen Sie? Ich habe als Skipper angeheuert, nicht als Pausenclown. So war das doch nicht gemeint. Die Passagiere sind die Pest. Die nerven einen mit ihren blöden Fragen. Wie viele Stundenkilometer hat wohl so ein Knoten? Am besten, wir machen ein großes Schild an die Yacht. Hm? Während der Fahrt bitte nicht mit dem Bootsführer sprechen. Also, ich bringe den Kahn sicher von A nach B. Und dafür werde ich bezahlt, klar? Herr Lars und ich kriegen das Ding schon geschaukelt. Schließlich habe ich ja immer die Gäste betreut. Da muss sich ja nicht auch noch der Skipper drum kümmern. Ach, dann willst du ja wahrscheinlich auch die komplette Organisation übernehmen. Hm? Getränke, Snacks, Reinigung, du kennst das Programm. Mich brauchst du gar nicht angucken, oder sehe ich aus wie das Mutje? Viel Spaß dann. Danke. Und? Was hältst du von unseren Freunden? Wirklich sehr nett. Du scheinst ja keine Kontaktschwierigkeiten zu haben. Immerhin sind die meisten bestimmt 10 Jahre jünger als du. Aber wenn man so aufgeschlossen ist, dann sieht man da keine Probleme, oder? Die Welt verändert sich nicht schlagartig, wenn man erwachsen wird. Aber die Ansprüche wachsen. Man merkt ja schon an deinem gesamten Auftritt, dass du bessere Veranstaltungen gewöhnt bist. Ich bin da flexibel. Das Schöne am Erwachsensein ist doch, dass man souveräner wird. Ja, natürlich. Dennoch hoffe ich, dass unsere kleine Strandparty deine Erwartungen nicht enttäuscht hat. Na, das glaube ich euch. Bestens. Aber ich muss jetzt gehen, obwohl ich gerade dabei bin, deine Freunde besser kennenzulernen. Vor allem Carmen. Leider habe ich noch im Geschäft zu tun. Echt? Soll ich mitkommen? Nein, nein. Mach du nur dein Spiel. Ciao. Schade, dass du uns schon verlassen willst. Mir tut's auch leid. War nett, mit dir zu plaudern. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Hallo Marc, gerade am Abfeuern? Ich muss gleich normal auf die Yacht den Rest holen. Ich schaffe nicht alles auf einmal. Trinken wir dann was zusammen? Können wir machen. Der Neue hat seinen Job wohl schon angetreten, hm? Sven? Ja, wie findest du ihn?
Scheint ein Profi zu sein. Der hat echt was auf dem Kasten. 15 Jahre Ostsee. Nur die großen Kähne. Der packt richtig zu. Klingt nicht schlecht. Wenigstens hast du gleich Ersatz für mich gefunden. War überhaupt gar kein Problem. Wird langsam ein bisschen schwer hier, das Zeug. Wir sehen uns dann später, hm? Klar. Bis dann. Möchtest du auch ran? Oh. Unser Baby muss ja nicht schon in den ersten Wochen mit Brandy anfangen, hm? Genau darüber wollte ich mit dir reden, über deine Schwangerschaft. Ich finde, wir sollten zu einem so frühen Zeitpunkt nicht überall herumposaunen, was los ist. Ich habe es nur Christine erzählt. Außerdem, was ist daran schlimm? Eine schönere Nachricht gibt's doch wohl kaum. Ich weiß nicht, es ist einfach nur so ein Gefühl. Vielleicht bringt es Unglück. Seit wann bist du abergläubisch? Das bin ich gar nicht, aber am Anfang einer Schwangerschaft kann viel passieren. Was soll denn passieren? Das weiß ich, bin doch kein Gynäkologe. Auf jeden Fall möchte ich, dass du Christine klar machst, dass sie die Sache vorerst für sich behält. Okay. Dann sage ich es morgen, Christine, wenn du beruhigt bist. Danke. Ich wollte mit dir noch über das Kinderzimmer reden. Naja, wir brauchen neue Möbel. Eine Wickelkommode oder sowas. Darüber reden wir ein andermal. Hi. Hallo. Wow, du siehst ja schick aus. Wo warst du denn? Wo ich war? Mit Kindern am Strand spielen. Was? Und außerdem sehe ich total bescheuert aus. Wie eine aufgetakelte Schabracke, die in der Teenie-Disco Eindruck schinden will. Was redest du denn? Was ist denn los? Tag. Hey, Marc. Was gibt's? Sieht aus, als würden Sie Ihre Sachen von Bord holen. Ja, sieht ganz so aus. Warum sind Sie eigentlich auf die Yacht gezogen? Sie konnten noch gar nicht wissen, dass Kim sich dort verkriechen würde. Was soll die Anspielung? Zufälle gibt's manchmal, hm? Wie sich die Dinge manchmal so ergeben. Kim wird ihre Gründe gehabt haben, um auf die Yacht zu ziehen. Das steht hier nicht zur Debatte. Aber Sie hätten ausziehen können. Mit der Frau vom Boss auf einem Boot, das ist nicht die feine Art. Jemand wirklich was Besseres verdient als Sie. Sowas wie dich vielleicht, ne?